einen wunderschönen guten Tag heute bei Rund um Star Citizen mit Infexi. Schön, dass ihr eingeschaut heute auf meinen Kanal. Ich habe euch wieder ein paar coole Leaks mitgebracht zu der 400i, zu der Redeemer sogar und zu der PTU-Welle, die jetzt gestartet ist für die Evocatis. Das heißt, die Evocatis testen zu diesem jetzigen Zeitpunkt an diesem Sonntag 3.13, der schon am Wochenende rausgekommen ist, der Patch. Das heißt, am Wochenende waren die schon am Testen. Ich denke mal, nächste Woche, also Ende nächste Woche, vielleicht Anfang übernächste Woche, könnte es soweit sein, dass die erste PTU-Welle auch denn soweit ist für die Antester. Das bedeutet, die in der ersten Welle drin sind, das sind die Concierge, also die über 1000 Dollar investiert haben. Als Dankeschön haben die den Zugriff in die erste PTU-Welle von CIG, oder die Leute, die eben auch Subscriber sind bei CIG, die sind auch in der ersten Welle dabei. Die können vermutlich, wenn alles gut geht, wenn es da jetzt keinen Gamebreaker gibt, können die auch loslegen übernächste Woche. Pi mal Daumen, was der Erfahrungswert so hergibt. Jetzt aber genug, es ist Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende gehabt an diesem Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag auch noch und einen schönen Tag. Was ich euch jetzt mitgebracht habe zu der 3.13, weil es jetzt raus ist, gibt es auch ein paar neue Daten, die ausgelesen wurden zu der 400i, zu der Redeemer. Das sind noch so viele Daten, die da drin sind. Ach was, lass uns loslegen. Was wollen wir lange schnacken? Gehen wir rein. Let's go. Hier sind wir auch schon direkt bei der 400i, die wir uns hier auch gerade angucken. Ob sie so aussieht, ist mal dahingestellt. Aber es sind neue Daten gefunden worden. Deswegen gibt es ein kleines Update zu den anderen Videos, was ich die Tage rausgehauen habe. Weil nämlich ist es nämlich wieder ein bisschen was aufgetaucht bei der 400i. Sie bekommt nämlich Missiles Rack dazu. Was ganz interessant ist, wenn wir uns bei den Daten mal angucken. Sie kriegt Size 2 Missiles links und rechts. Das wird jetzt also so gesehen symmetrisch aufgebaut werden, die Missiles Rack. Einmal Size 2 wird sie dazu bekommen. Und Size 1 tatsächlich auch links und rechts. Das kann natürlich sein, dass es ein Missile-Turm ist mit links und rechts bestückt. Das kann aber auch sein, wenn wir uns die 400T nochmal hier angucken, dass links und rechts auf den beiden Seiten, davon gehe ich aus, Missile-Rack sein werden, wo wir dann Size 1 und wie auch Size 2 Missiles haben, die wir abschießen können. So viel zu der 400i. Wie gesagt, sonst ist uns da nichts weiter erwartet, das, was wir schon alles durchgenommen haben. Das Video zu der 400i werde ich auch oben weiter verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal angucken, wo ich komplett soweit alles durchgegangen bin. Mit den Interieur und den Exterieur zu der 400i habe ich schon alles besprochen. Noch ein kleines Update zu der 400i von der Bewaffnung her, weil wir gerade über die Missiles reden. Wir haben hier oben einen Turm, der hier oben dran ist. Der Turm, der kann aber nur nach hinten schießen. Da haben wir einen unteren Turm. Der untere Turm kann nach vorne und nach hinten schießen, ist natürlich ein bisschen kann nach oben hin nicht wegschießen, und der hintere Turm ist nur für die Verteidigung nach hinten. Dann haben wir hier vorne an den Seiten nochmal zweimal Size 3 gegimpelt. Entschuldigung, zweimal Size 4 gegimpelt müsste das sein. Weil wir können ja mal ganz kurz in die Daten reingucken. In die Rohdaten. Dip. Ich meine, das sind nämlich zweimal Size 4 gegimpelt und zweimal Size 3. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Hier haben wir nochmal den Airlock verbaut, was immer ganz interessant ist, dass hier auch ein Airlock drin ist. Hier sind die Missiles drin. Aber in den anderen Videos hatte ich das nochmal genau gesagt, was da für eine Size-Größe drauf ist. Sonst guckt nochmal gerne euch das andere Video an zu der 400i, da habe ich das nochmal genau gesagt. Ich meine tatsächlich, dass hier zweimal Size 4 gegimpelt drauf sind, und ein Gimpel könntet ihr dann hier zweimal Size 5 drauf bekommen. Das müsste eigentlich schon hinkommen. Und wie gesagt, der Turm, der ist zweimal Size 3 hier oben, und der untere müsste auch zweimal Size 3 sein. Könnt ihr aber, wie gesagt, auch gerne nochmal nachgucken in den anderen Video, da ich das nochmal extra explizit gesagt. Aber hier steht jetzt tatsächlich nichts über die Bewaffnung nochmal drinne. Hier steht zwar alles Mögliche, was hier drinne verbaut ist, an Cargo Lift, an, sag ich mal, an, also wie gesagt, das Ding hat einen Cargo-Lift, das hat einen Lift für ein Vehikel, für ein Bodenfahrzeug. Das Ding hat so die 6, also die 400i wird schon relativ groß werden. Wie gesagt, hat 3 Lifts, Zugänge, ist schon gar nicht mal so schlecht, wenn es so kommen sollte, wie es hier geleakt ist. Na gut, gehen wir mal rüber zu der Redeemer. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, guckt euch das andere Video an. Da habe ich nochmal darüber gesprochen. Weiter geht's zu der Redeemer. Was ich ganz geil finde bei der Redeemer, dass sie tatsächlich aufgeführt ist. Denkt daran, mit 3.15 soll die Redeemer auch reinkommen ins Game. Die Redeemer ist ein Dropschiff von Aegis Dynamics, von der Manufaktur Aegis Dynamics. Sie war früher mal ein Drop Gunship, ist jetzt nur noch ein Gunship. Das haben sie komplett geändert. Das Dropschiff ist AD so gesehen. Es ist jetzt ein Gunship geworden. Die Bewaffnung wurde hochgeschraubt. Wie gesagt, was ganz interessant ist, dass sie auch ein relativ großes Interieur bekommt, die Redeemer. Was ich echt gewundert hatte, aber sie bekommt auf jeden Fall doch ein größeres Interieur, wie ich dachte. Was auch ganz interessant ist, dass sie auch in den Batteries reinkommen. Das bin ich mal gespannt, was das nachher im Endeffekt sein wird. Denkt daran, es gibt bestimmte Raumschiffe, die auch eine Batterie verbaut haben für eine Schleichfahrt. Das könnt ihr in den Ares Q&A gerne mal nachlesen, weil die Ares Inferno genauso wie die Ares
Ion, die haben nämlich auch eine Batterie verbaut, damit können sie den Powerplant abschalten. Und wenn sie den Powerplant abschalten, haben sie eine wenige Emission, die sie erzeugen. Das heißt, sie können sowas wie eine Schleichfahrt eingehen, wie ein U-Boot. Und dann können sie das über die Batterie, können sie sich dann fortbewegen, damit sie nicht so eine hohe Emission haben und nicht gefunden werden können von anderen Schiffen zu schnell. Und die Redeemer könnte sowas tatsächlich vielleicht auch reinbekommen. Wie gesagt, das Interieur ist relativ groß von der Redeemer. Ich werde ja auch jetzt die Daten nochmal komplett auswerten, denn werde ich nochmal nächste Woche ein komplettes Video machen zu der Redeemer. Aber ich wollte noch einmal kurz ein Update dazu sagen, dass die Redeemer in den Game-Daten gefunden worden ist, dass an der gearbeitet wird. Ich glaube nicht, dass sie mit 3.13 kommen wird. Da würde ich jetzt ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Das ist wirklich nur ein Update von der Redeemer, die hier will sehen, zum Beispiel, dass hier die Türme drin sind. Hier stehen auch nicht unbedingt, welche Komponenten schon verbaut sind, was da drin ist. Das steht hier noch nicht. Die Redeemer ist per Roadmap für 3.15 angedacht und ich denke, so wird es auch sein. Dadurch, dass die Redeemer jetzt schon in der Entwicklung ist, wird sie jetzt schon hier aufgelistet sein. Deswegen sind die Sachen hier schon drin. Ich habe aber auch nochmal ein Video gemacht zu der Redeemer. Das werde ich hier auch direkt verlinken, wo ich eine Vorab-Analyse gemacht habe. Das ist ungefähr schon 2-3 Wochen her. Da können wir gerne nochmal reingehen. Das könnt ihr euch gerne nochmal angucken, das Video. Das sind die News, die ich erstmal mitgebracht habe. Noch eine ganz kleine Sache, wo ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut habe. Das ist nämlich tatsächlich einmal das Bild, was Sie hier sehen, das ist nämlich die Reputation. Wir können ja jetzt mit 3.13 Ruf erfahren. Das wird uns dann auch angezeigt, bei welcher Manufaktur oder sag ich mal, bei welchen Elite-NPC, zum Beispiel Miles Eckert, können wir gerade Ruf haben. Und wenn wir einen bestimmten Rufstand haben, die Reputation, dann können wir uns auch unterschiedliche Sachen nachher freischalten. Wir können zum Beispiel auch Ruf haben bei der UEI und können uns Komponenten freischalten, können uns damit Raumschiffe freischalten, die wir dann nachher kaufen können, in-game, vielleicht sogar auch vergünstigt. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt einen bestimmten Ruf hast bei der UEI, dann kriegst du vielleicht die Valkyrie 10% oder 20% günstiger, sowas wird auch reinkommen. Und wie gesagt, das Reputationssystem wird gerade überarbeitet. Mit 3.13 wird die nächste Interpretation reinkommen. Das würde dann die Interpretation V2 sein für das Reputationssystem, dass wir dann auch sehen können, für wen wir Ruf haben und dass wir auch so ein bisschen sehen können, was wir freischalten können. Das war aber erstmal ein kleines Update dazu, ihr Lieben. Ich wünsche euch erstmal einen ganz, ganz, ganz entspannten Sonntag. Ich bin auch heute Abend wieder live, so gegen 16, 17 Uhr auf meinem Channel. Die ganzen Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Auf Twitch TV Faxi bin ich am Start. 5-mal in der Woche für euch da. Heute auch wieder am Start mit Star Citizen und mit ganz, ganz viel Talk und ganz vielen anderen coolen Sachen. Ich wünsche euch aber erstmal einen entspannten Sonntag. Bleibt gesund und wir sehen uns dann vielleicht heute Abend live, wenn ihr Bock habt. Seid ihr dabei. Tschüss, ihr Lieben. Bye, bye. Bis dann, euer Faxi. Ciao. Ich nehme meine Hand, ich darf ein Ding, ich könnte ihn nari. Und bei Akatos, okay, Akatos, ich konnte Lana, wer du da sie. Sag, wo ist du? Ich nehme meine Hand, ich darf ein Ding, ich könnte ihn nari.